Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Paulskirche, liebe Staatsministerin AD Silvia Löhrmann, lieber Herr Hauptgeschäftsführer Skipis, liebe Frau, lieber Herr Aßmann hier vor mir, lieber Meron Mendel, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, herzlich willkommen in der Paulskirche. Ihr werdet euch vielleicht fragen, wir sind hier in einer Kirche. Es gibt zwar eine Orgel, aber warum gibt es kein Kreuz und keinen Altar? Die Paulskirche wird ja heute von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht mehr für Gottesdienste benutzt. Sie gehört der Stadt und ist eine der bedeutendsten Veranstaltungsorte unserer Stadt. Viele wichtige Preise werden hier verliehen. Der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt, der Adorno, der Max-Beckmann-Preis, der Ludwig-Börne-Preis und natürlich der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der Anlass ist für die heutige Veranstaltung. 1848 tagte hier das erste deutsche Parlament, die Frankfurter Nationalversammlung. Dessen erster Präsident war Heinrich von Gagern, der Namensgeber des Gymnasiums im Frankfurter Ostend. Das Paulskirchenparlament erarbeitete eine Verfassung für einen demokratischen Bundesstaat, die erstmals auch Grundrechte wie Freizügigkeit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit oder Pressefreiheit enthielt. Diese Errungenschaften waren nicht von langer Dauer. Was ohne Demokratie, ohne Rechtsstaatlichkeit und ohne Grundrechte passiert, zeigte sich später in seiner schlimmsten Form in der Zeit des Nationalsozialismus. Wie kein anderer Preis ist der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels mit der Paulskirche verbunden. Mit ihm werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung aussprechen, die also für die Grundrechte stehen, die auch Teil der Verfassung von 1848 waren. Welche Lehren aus dem Holocaust zu ziehen sind, war immer wieder Thema der Preisträgerinnen und Preisträger. Zum Teil wurden die Debatten darüber sehr kontrovers geführt, aber auch das gehört zur Tradition der Paulskirche. Derzeit gewinnt das Thema an Bedeutung, nicht nur, weil wir in diesem Jahr an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnern. Die Tatsache, dass wir dieses Jubiläum feiern können, zeigt, dass das mörderische Kalkül der Nazis nicht aufgegangen ist. Wir müssen aber leider auch feststellen, dass der Antisemitismus wieder zunimmt, dass es Stimmen gibt, die die Geschichte umdeuten und die Lehren aus dem Holocaust nicht mehr ziehen wollen. Das steht im deutlichen Widerspruch zu den Werten der Paulskirche. Ich freue mich, dass gerade hier über den Umgang mit dem Holocaust debattiert wird, mit sehr kompetenten Gästen auf dem Podium. Herr Leider und Jan Aßmann haben sich in ihren wissenschaftlichen Arbeiten intensiv mit unserer Erinnerungskultur auseinandergesetzt und sich immer wieder in gesellschaftliche und politische Debatten eingeschaltet. Sie haben 2018 hier in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen bekommen. Meron Mendel ist Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und hier in Frankfurt und darüber hinaus nun schon seit Jahren eine unverzichtbare Stimme gegen Antisemitismus und Ausgrenzung. Aber noch mehr freue ich mich, dass wir hier Schülerinnen und Schüler haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich im Geschichtsunterricht auf den heutigen Abend vorbereitet haben. Für Sie, für euch, für uns alle gilt: Wer die Zukunft gestalten will, muss die Geschichte kennen und verstehen. Liebe SchülerInnen, heute tagt hier in der Paulskirche zwar kein Parlament, aber fühlt euch als ParlamentarierInnen, beteiligt euch an der Diskussion, bringt gute Argumente vor und hört einander zu. Nutzt die Paulskirche als das, wofür sie steht, als Ort der Demokratie, der Reflexion und der kritischen Debatte. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse und danke auch den Ausrichterinnen, dem Börsenverein für diese Veranstaltung und wünsche viel Vergnügen. Ich freue mich. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Bergerhoff, für die einleitenden Worte, die es mir leichter machen, weil da muss ich nicht nochmal alle vorstellen, Aleida, Jan und Meron. Ihr wisst aber noch nicht, wer ich bin. Mein Name ist Martin Schult. Ich bin seit 2004 für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zuständig, der
ja seit 1951 vom Börsenverein vergeben wird. Ich sage bewusst 51, weil das Jahr 1950 wurde der Friedenspreis zwar initiiert, aber das war damals auch eine Privatinitiative. Als ich dann für den Friedenspreis zuständig wurde, habe ich mich natürlich mit den ganzen Preisreden hier beschäftigt, die in der Paulskirche gehalten wurden. Und dann habe ich begriffen, es gibt vielleicht noch so eine andere Möglichkeit, sich mit dem Holocaust zu beschäftigen, nämlich nicht mit dieser Zeit an sich, sondern danach, wie die Leute darüber geredet haben, wie es zum Teil tabuisiert wurde, wie es auf einmal dann vielleicht auch personifiziert wurde, wie es relativiert wurde. Also es gibt verschiedene Haltungen zum Holocaust, die man auch vielleicht sogar bestimmten Jahrzehnten zuordnen kann. Und das würden wir jetzt gleich mal versuchen. Bevor wir aber anfangen und unseren ersten Preisträger, den Martin Buber, hören, möchte ich gerne meine drei Mitstreiter und Streiterinnen fragen, wann Sie zum ersten Mal von Holocaust gehört haben und warum Sie sich auch entschieden haben, damit zu beschäftigen. Und vielleicht, Aleida, fängst du an. Was war deine erste Begegnung mit dem Holocaust? Vielleicht erzähle ich, dass wir bei einem Klassentreffen vor einigen Jahren mal unter uns die Frage stellten, in welchen Familien eigentlich in den 50er und 60er Jahren über dieses Thema gesprochen wurde oder nicht. Und da kamen immerhin 5 Familien zusammen, wo das Thema nie weg war. Und eine war ganz herausgehoben. Das war nämlich die Tochter von 2 Holocaust-Überlebenden. Ein Fall, eine Jüdin, die ein KZ überlebt hatte, und ihr Vater war ein Kommunist, der ein KZ überlebt hatte. Und die Schule, in die wir gingen, ist eine Schule, die von Elisabeth von Tatten, also einem Opfer des 20. Juli, gegründet wurde. Es war also ein Kontext in dieser Schule, wo dieses Thema praktisch auch nie weg war. Aber das heißt nicht, dass es in den Familien nicht weg war. Und bei uns war es in der Form auch nicht weg, weil meine Eltern zum Beispiel sehr viel Kontakt mit geflohenen jüdischen Freunden und Familien hatten, die nicht mehr in Deutschland lebten. Ein Beispiel ist eine Familie in London, zu der wir immer geschickt wurden, um unser Englisch aufzubessern. Und wir dort immer das Englisch der Immigranten, der jüdischen Immigranten lernten. Als ich an dessen Auto kam und die falsche Seite öffnen wollte, wo natürlich der Fahrersitz war, sagte er zu mir: "Sie asawe raund." Ja, es ist nur so ein Eindruck von diesen Verbindungen, die gehalten wurden und die zeigen, dass meine Eltern an diesem an der Flucht und der dieser Menschen großen Anteil hatten und diese Verbindung aufrechterhalten hatten und deshalb für uns dieses Thema auch eigentlich nie weg war. Mhm. Meron, du bist in Israel geboren und in einem Kibbutz aufgewachsen. Ich glaube, 2001 bist du nach Deutschland gekommen. Mhm. Und das war aber wahrscheinlich nicht der Zeitpunkt, wo du vom Holocaust zum ersten Mal erfahren hast. Das wäre. Aber wie bist du mit ihm in Kontakt gekommen? Wie war das für dich? Ja, also wenn man in Israel aufwächst, gibt es in Israel mehrere Tage im Jahr, wo man sozusagen kollektiv sich mit dem Holocaust, mit der Shoah auseinandersetzt. Vielleicht der wichtigste ist der Holocaust-Gedenktag, und man kommt mit Begegnungen diesen Tag, auch wenn man auch noch sehr, sehr jung ist, durch ein Ritual. Es gibt in Israel dann an Holocaust-Gedenktag der 2-minütige Sirene, die um 10 Uhr morgens dann ausgelöst wird. Und alle Menschen, wenn sie dieses Signal hören, stehen still, die Autos stehen still, die Busse, überall, Mitte auf der Autobahn, steigen die Leute aus dem Auto und stehen still, 2 Minuten. Das ist sehr, sehr überwältigend, vor allem wenn man sich auch vor Augen fest, wann sonst wird in Israel Sirene ausgelöst. Also in Israel ist das erzähle ich euch und Ihnen nicht Neues, Israel ist ein Land, das immer in Kriegszustand ist. Und die Sirene wird ausgelöst normalerweise, wenn ein Raketenangriff gibt, wenn Krieg ausbricht. Das ist ist nicht nur kognitive, das sind so wirklich das sind körperliche Reaktionen bei jeder Israelin oder Israeli, wenn man diese runter- und hochfahrende Sirene hört.
Und so ging es mir auch. Ich habe so eine Erinnerung aus der Kindergartenzeit, dass ich noch sozusagen vor der Kindergarten in so einem kleinen Spielplatz bin mit anderen Freundinnen und Freunden. Und auf einmal kam diese Sirene. Wir wussten gar nicht, was ist Holocaust oder überhaupt, konnten wir da gar nicht zuordnen. Wir wussten nur, wir müssen jetzt aufhören, wir müssen aus dem Kletterbaum runter und wir müssen stillstehen. Viele Jahre später versteht man auch, was damit dann symbolisiert wird. Aber das insofern, das zeigt, dass das erstmal die pavlovische Reaktion, also erstmal die körperliche Reaktion und erst danach, viel später, kommt der Verständnis oder die kognitive Auseinandersetzung mit der Shoah. Und viel, viel später bei mir war, als ich mit meinen Großeltern darüber gesprochen habe und ihre eigene Geschichte gehört haben. Und die Reihenfolge ist insofern interessant, auch im Hinblick auf kollektive Erinnerung, weil das setzt eigentlich voraus, dass die nationale Erinnerung über die Shoah viel vorher passiert als die Vermittlung innerhalb der Familie. So war zumindest in meinem Fall. Jan, du warst 6, als der Krieg endete, 1945. Ja. Also bei mir war es auch so, auf der einen Seite früh und dann spät und dann sehr viel später. Also im Krieg, ich bin da in Lübeck mit meiner Mutter aufgewachsen und meine Mutter hatte eine Freundin, es war ihre beste Freundin, die hieß Pippa und war Jüdin. Vom Judentum merkte man da gar nichts, sie war völlig assimiliert, säkular, aber sie war Jüdin und lebte mit einem gepackten Koffer und redete von Theresienstadt. Sie müsste täglich damit rechnen, nach Theresienstadt deportiert zu werden. Und lebte natürlich in großer Angst. Und das haben wir voll mitgekriegt. Also wir haben die ungefähr täglich besucht. Meine Mutter machte sich große Sorgen um diese Freundin. Und für mich war der Begriff Theresienstadt auf jeden Fall, da war jetzt nichts von Ermordung, aber von schwerster Gefahr. Also überhaupt lebten wir da in ständiger Angst, wenn meine Mutter immer Feindsender hörte. Und auf der anderen Seite auch vor den Russen. Die russische Front kam immer näher. Und es war die bange Frage, werden die Engländer oder die Russen die Ersten in Lübeck sein? Und tatsächlich verläuft die Grenze genau scharf östlich von Lübeck. Also ich bin da als Kriegskind gerade... Was unsere Freundin angeht und was die Front angeht weiter und was meine Mutter angeht, die über Feindsender hörte, wo der Blockwart nebenan wohnte, in ständiger Angst gewesen. Das hat sich mir tief eingegraben. Also ich bin ein durch und durch ängstlicher Mensch geworden. Und dann aber hat sich natürlich nach dem Krieg konnte man nicht umhin, die Schreckensbilder zu sehen, auch in Zeitungen und offenbar ja auch an Plakaten, an Bäumen angeschlagen. Also die Schreckensbilder nun nicht mehr von Theresienstadt, sondern von Auschwitz. Den Begriff Holocaust gab es damals noch gar nicht. Und meine Eltern, ich war ja nun ein Kind, die haben mit mir darüber nicht gesprochen. Sie wussten genau, was Juden passiert ist, aber wir haben in der Familie darüber nicht gesprochen. Es war irgendwie ein zu schreckliches Thema und es gab auch, sagen wir mal, keine kommunikative Notwendigkeit, darüber zu reden. Ich habe natürlich auch nicht gefragt. Ich wusste ja auch, wo meine Eltern waren. Mein Vater war Architekt und hat Flugplätze gebaut. Insofern hat er da auch mitgemacht, aber war alles andere als ein Nazi. Ist auch nie Beamter geworden, weil er nicht in der Partei war. Und meine Mutter sowieso. Also es bestand kein Anlass, meine Eltern zu fragen, was habt ihr gemacht? Ja, das war klar. Aber dann hat es ganz lang gedauert und ich musste mich wirklich sehr besinnen, wann
der Begriff Holocaust in seiner ganzen Schreckensfülle mir klar wurde. Und das hängt damit zusammen, es hat so lange gedauert, bis wir uns intensiver mit dem Judentum beschäftigt haben. Und das kam durch einen Freund, der uns da initiiert hat, Jakob Taubes. Eine ganz intensive Begegnung, die uns wirklich voll und ganz in die jüdische Welt gewissermaßen hinein, ja, gebracht hat. Und dann waren wir auch ein halbes Jahr in Jerusalem und je, sagen wir mal, näher uns das Judentum kam, desto näher kam uns auch der Holocaust. Und das war dann schon in den 70er Jahren? Das war in den späten 80er. In den späten 80ern. Ich musste 50 Jahre alt werden. Mhm. Das ist ja auch, das muss man lernen, nicht? Natürlich die Erschütterung, der Schrecken, das Grauen, das war ziemlich von Anfang an da. Aber man muss ja wirklich lernen, was das Judentum ist und wie, sagen wir, auch die, wie wichtig die Erinnerung ist. Das ist ja nur unser Thema geworden, auch in den späten 80er Jahren. Und ja, so ist eigentlich für mich, und das gilt sicher für alle genauso, dieses Thema immer, immer größer und immer wichtiger geworden. Ja. Ein langer, langer Prozess. Ja, ne? Ja. Ja, dazu gehört sicherlich auch, dass in den 50er, 60er Jahren es wahnsinnig schwer fiel, quasi hier in Deutschland auch über dieses Thema zu reden, ne? Weil es war einfach auch erstens von der Dimension gar nicht zu greifen, manchmal sogar auch auf praktische Weise, weil es gab noch gar nicht so viele Informationen, ne? Also die Zahl, mit der wir jetzt quasi auch immer leben, mit den 6 Millionen toten Juden oder ermordeten Juden, das kam nach und nach immer mehr und mehr raus. Es wurde im Grunde genommen immer eine größere Dimension, die das Ganze bekam. Und man war vielleicht auch in Deutschland nach dem Weltkrieg auch mit sehr viel persönlichen Dingen befasst. Ja. Also es gab den Hungerwinter 1948, es gab sowieso die Niederlage, es gab Besatzer und sowas. Und ich glaube, da spielte für viele quasi die Rolle, sich irgendwie aus dieser Geschichte so weit wie möglich rauszuhalten, weil man natürlich auch mit seiner eigenen Schuldfrage nicht nur der Judenvernichtung quasi auseinandersetzen musste, sondern auch während der ganzen Nazi-Zeit, was man da gemacht hat. Eine kleine rühmliche Ausnahme ist irgendwann der Friedenspreis geworden. Der wurde 1950 ins Leben gerufen von einem Schriftsteller Hans Schwarz, der ein Buch gelesen hat von Max Tau. Max Tau ist ein jüdischer Lektor und Verleger gewesen, der gerade noch 1939 nach Skandinavien geflohen ist und dort dann angefangen hat, deutsche Literatur herauszugeben. Und der hat dann 1948 ein Buch geschrieben, Glaube an den Menschen, im Grunde genommen ein Versöhnungsbuch mit den Deutschen, wo er auch quasi auch immer gesagt hat, mir ist die deutsche Literatur sehr wichtig, weil Deutsch an sich ist nicht einfach nur schlecht, sondern es gibt wahnsinnig viele tolle, spannende, gute, super Sachen hier und so. Und so beeindruckt war der Hans Schwarz von diesem Max Tau, dass er zu ihm geschrieben hat, also wenn ich einen Friedenspreis zu vergeben hätte, dann würde ich dir den Friedenspreis geben. Und Max Tau hat gesagt, klar, wenn du einen Friedenspreis vergeben hast, ich würde ihn auch annehmen. Und somit gab es dann 1950 in Hamburg die erste Friedenspreisverleihung. Laudator war Adolf Grimme, den kennt ihr vielleicht vom Grimme-Preis, das war der Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks. Und der sorgte dafür, dass diese Preisverleihung auch im Radio übertragen wurde. Und damals war es NDR und WDR zusammen, also ein riesiges Gebiet, was im Grunde genommen live von Max Tau seine Dankesrede gehört hat, wie er die Friedensbücherei quasi angemahnt hat. Angemahnt hat, man müsse Versöhnung suchen, man müsse miteinander reden und sowas. Und das wurde von jetzt auf gleich ein riesig großer Erfolg, der Friedenspreis, sodass Hans Schwarz es gar nicht mehr alleine organisieren konnte. Und dann ist der Börsenverein an ihn herangetreten und hat ihm angeboten, es gemeinsam zu organisieren. Und deswegen war der erste Preisträger, der hier an dem Pult stand, an dieser Kanzel, Albert Schweitzer 1951. 2 Jahre später, Martin Buber war der Preisträger, wurde es auch dann zum ersten Mal im Fernsehen übertragen. Leider Gottes gibt es davon keine Aufnahmen mehr, weil damals wurde einfach direkt gesendet. Also man hat das damals nicht gespeichert, wenn man solche Live-Aufnahmen im Fernsehen hat, was für uns sehr schade ist, weil ich würde das gerne eigentlich auch mal sehen und nicht nur hören.
Aber wir hören ihn gleich, den Martin Buber. Er ist Religionswissenschaftler gewesen, Humanist, der damals in Israel lebte und den Deutschen eigentlich in seiner Friedenspreisrede so eine Hand der Versöhnung entgegengestreckt hat, aber nicht der Vergebung. Und jetzt bitte ich Dieter, den Martin Buber abzuspielen. Vor einem Jahrzehnt etwa hat eine erhebliche Anzahl deutscher Menschen, es müssen mehrere Tausende gewesen sein, auf den indirekten Befehl der deutschen Reichsregierung, auf den direkten Befehl von deren Beauftragten, Millionen meiner Volks- und Glaubensgenossen umgebracht, in einer systematisch vorbereiteten und durchgeführten Prozedur, die an organisierter Grausamkeit so beschaffen ist, dass kein früherer geschichtlicher Vorgang ihr verglichen werden kann. Und was bin ich, dass ich mich vermessen könnte, hier zu vergeben? Anders verhält es sich mit dem deutschen Volk. Wenn ich an das deutsche Volk der Tage von Auschwitz und Treblinka denke, sehe ich zunächst die sehr vielen, die wussten, dass das Ungeheure geschah und sich nicht auflehnten. Aber mein, der Schwäche des Menschen kundiges Herz weigert sich, meinen Nächsten deswegen zu verdammen, weil er es nicht über sich vermocht hat, Märtyrer zu werden. Ja, leider, das hat ja viel mit dem Begriff auch Kollektivschuld zu tun, den, glaube ich, der sehr schnell aufkam. Alle Deutschen sind schuld an dem, was passiert ist. Und Martin Buber macht aber in seiner Rede eine sehr entscheidende Unterscheidung, indem er quasi auch den Grad der Beteiligung so ein bisschen bemisst. Er fängt bereits an, da gerade einzuziehen und zu differenzieren. Was ich aber auch unheimlich wichtig finde in diesen Sätzen, ist die Sache mit diesem indirekten Befehl, der dann zu einem direkten Befehl wird. Mhm. Der indirekte Befehl, den es ja auch schriftlich als Quelle nicht gibt, von Hitler, hat dazu geführt, dass lauter direkte Befehle daraus entstanden sind. Also aus der Lücke lauter direkte Befehle. Also es wurde sehr konkret in der Umsetzung. Aber am Anfang steht eigentlich kein Befehl, sondern so etwas wie ein kollektiver Wunsch. Und wie dieser kollektive Wunsch ausgesprochen werden könnte, das hat mich von einem Kollegen Alon Confino gelernt, der auch ein Buch mit diesem Titel geschrieben hat. Und das heißt A World Without Jews. Eine Welt ohne Juden. Ich glaube, das war dieser kollektive Wunsch, den sich Hitler erträumte und den er weitergab und mit dem er sich einig war in dieser Volksgemeinschaft, dass sie in eine Welt ohne Juden schaffen wollten. Und dieses Phantasma dann aber wirklich, und das ist alles in diesen Sätzen unglaublich klar ausgedrückt, systematisch vorbereitet und durchgeführter Prozess. Ich meine, das wird ja ständig weiter erforscht, aber bei Buber ist das alles schon so klar ausbuchstabiert. Das finde ich ausgesprochen und jedes Mal wieder erschütternd, wie klar er spricht, wie Klartext, wie hier ein Klartext da ist. Wenn ich daran denke, dass 4 Jahre vorher Robert Antelme zurückkam aus dem KZ und sagte, als wir endlich anfangen wollten zu sprechen, dann merkten wir, dass uns die Worte fehlten.
Also es war gar nicht klar, dass auch die, die da gerade durchgegangen waren, dass die eine Sprache hatten, um das zu vermitteln. Und dieses Scheitern an einer Sprache, der Aufbau an der Vermittlung dieser Sprache, das hat ja lange gedauert. Jan fragte sich ja eben, wann ist eigentlich dieser Begriff Holocaust entstanden? Es gab viele Ersatzbegriffe vorher. Es gab zunächst mal die Sprache der Täter, die von der Endlösung sprachen, 1941. Und dann gab es Adorno, der hier in Frankfurt das Wort Auschwitz zu einer Chiffre machte und eigentlich mit diesem Wort auch immer kommunizierte, dass da ein Tabu darum ist, dass man darüber nicht klar sprechen kann. Und dann kam der Begriff Holocaust dazu, der durch den Film der TV-Fernsehserie bekannter gemacht wurde in den 70er Jahren. Und dann kam nach dem Historikerstreit dann nochmal der Begriff Zivilisationsbruch. Also man sieht dann auch, wie lange es dauert, bis man die Worte findet, in denen man sich darüber kollektiv verständigt. Aber auch mit dem Wortefinden hat es so seine Bewandtnis, denn wenn man das Wort hat, dann muss man ja nicht mehr das Gewicht der Sache tragen. Also da gibt es auch so ein Trennen von Worten, die zu Stellvertretern werden und vielleicht dann auch es zu einfach machen, damit umzugehen. Also diese lange Phase, die ist hier bei Buber 53 überhaupt nicht zu spüren. Er bringt das dieser Gruppe, die hier vor ihm sitzt, sowas von deutlich ins Bewusstsein und gleichzeitig dämpft er sozusagen die Anklage auch schon wieder ab mit der Nachsicht. Also dieses Ich und Du von Buber kommt da durch und er kennt des Menschen, er ist die Schwäche der Menschen und er möchte die Nächsten nicht verdammen. Also er gibt ihnen eine Chance, eine Chance in der Paulskirche, in dieser neuen Demokratie noch einmal anders anzufangen. Vielleicht noch ein bisschen ein Wort zu Martin Buber, der von einem früheren Freund während des Ersten Weltkriegs auch als Kriegsbuber bezeichnet wurde, weil er nämlich den Ersten Weltkrieg befürwortet hat. Also er war für den Krieg und dann hat Gustav Landauer ihm eigentlich auf sehr direkte Art und Weise gesagt, ja, aber dann bist du auch dafür, dass ein deutscher Jude einen französischen Juden erschlägt. Ne? Und darauf fing eine sehr starke Auseinandersetzung zwischen Landauer und Buber an, die quasi auch zu einem Umdenken bei Martin Buber geführt hat. Mit bestimmt noch vielen anderen Dingen oder sowas ist er im Grunde genommen zu einem, ja, Humanisten, zu einem pazifistischen Humanisten geworden, der im Grunde genommen dann auch, als er nach Israel gegangen ist, immer den Dialog eingefordert hat zwischen den Juden und den Palästinensern. Selbst beim Befreiungskrieg 1948 hat er gesagt, lasst es, kämpft nicht, sondern setzt euch auf eine andere Art und Weise damit auseinander. Meron, weißt du da noch ein bisschen mehr? Wie war so das Bild von Martin Buber in der Zeit? Ja, Pazifismus ist tatsächlich ein wichtiges Wort, wenn man über der spätere Martin Buber spricht. Er hat schon noch vor der Staatsgründung und in den 30er Jahren gemeinsam mit anderen, meistens deutschen Juden, ein sogenannter Friedensbund zum Leben gerufen. Und seine Ideal, seine Vision war, dass in diesem Stück Land zwischen dem Jordanfluss und Mittelmeer, was heute Westbank und Israel ist, ein gemeinsames Land entsteht, die das interessanterweise unter der britischen Mandat, also unter Kolonialbesatzung ist. Und da soll nebeneinander eine jüdische und eine palästinensische Autonomie zusammenleben, friedlich leben. Kann man heute diskutieren, ob sozusagen die Idee des Kolonialismus oder Imperialismus auch heutzutage auch für Juden und Arabern eine gute Lösung wäre. Aber die Vorstellung wäre, das kann man die Idee des Zionismus, also die Idee, dass die Juden in deren alte Heimat leben, muss nicht unbedingt mit einem Staat, mit einer Armee und auf Kosten von Palästinensern stattfinden. Das war schon zur damaligen Zeit sehr, sehr umstritten. Er wurde von seinen Gegnern als wortwörtlich komische Figur bezeichnet, also so ein Träumer, wenn man das so will. Aber vielleicht so fast 90 Jahre später kann man das auch anders auch bewerten.
Aber ich will vielleicht noch mal zu dem Text selbst, weil es ist interessant, wie man gleiche Text hört oder liest und sagt, und genau das, also ich lese das was ein bisschen anders drin. Denn Martin Buber hier fasst seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit Samthandschuhe, ganz bewusst, denke ich. Also da sehe ich weniger die Differenzierung, sondern vielmehr die Behutsamkeit. Gerade als jemand, der Ausmaß des Nationalsozialismus am eigenen Leib erlebt hat, der weiß genau, was in die 30er Jahre eine umfassende Ausgrenzungsprozess der jüdischen Bevölkerung stattgefunden hat, die von breiter Schulter von Großteil der Bevölkerung getragen wurde, die große Mehrheit, die aktiv mitgemacht haben. Und dass sozusagen die Vernichtung der europäischen Juden nur sozusagen der letzte Konsequenz in einer Kette, das Sie auch schon vorher beschrieben haben, also diese Form des, diese Wahnvorstellung, dass die Welt gerettet wird, wenn alle Juden, alles was Jüdisches ist, komplett aus der Welt verschwindet. Also dass diese Fantasie, da war, die ist nicht in einem Tag entstanden, sondern in einem Prozess, der nicht von Tausenden, die hier benannt werden, sondern von Hunderttausenden, von Millionen mitgetragen und aktiv vorangetrieben wurde. Und hier, und das ist eine ganz bewusste Wortwahl, er sagt, es müssen mehrere Tausend gewesen sein. Und dann den restlichen, also die 60 andere Millionen, denen würden dann nur eine Schwäche des Herzens zugeschrieben. Also das waren ein paar Tausende, die aktiv an der Vernichtung mitgemacht haben und die andere war einfach nicht mutig genug, weil ihr Herz schwach war, die nichts was aktiv gemacht haben. Das ist eine, aus unserer heutigen Sicht, eine undifferenzierte Blick auf die Geschichte, ein Blick, der aber, ich denke, der, wenn ich mich in der Position von Martin Buber 1953 hier mir vorstelle, ein Jahr vorher wurde der sogenannte Wiedergutmachungsvertrag zwischen Konrad Adenauer und David Ben-Gurion unterschrieben. Eine unglaubliche politische Akt mit historischer Bedeutung, wenn die Nachkommen der Opfer und der Repräsentanten des Tätervolks zusammenkommen und eine, aus Deutsch heißt das Wiedergutmachen, also wir wollen das alles wiedergutmachen, auf Hebräisch hat es eine ganz andere Bedeutung, dieses Wort, also es wird nicht wieder vom Wiedergutmachen gesprochen, sondern von einer Art von Reparationen, also auch die Wortwahl ist anders. Und Buber versucht hier eine Brücke zu bauen. Er kommt aus Israel, es wurde dort auch, wurde auch kritisiert überhaupt, dass er nach Deutschland fährt, in das Land der Täter. Das ist eine große, das erfordert großen Mut von ihm. Und er kommt hierher und streckt seinen Arm. Und streckt seinen Arm, und das ist nicht Kritik, sondern nur eine Feststellung, mit dem Preis, ich strecke meinen Arm so, dass die anderen auch das akzeptieren können. Und dafür werden die der Ausmaß, was gerade nur ein paar Jahre vorher stattgefunden hat, dieses Ausmaß wird bewusst heruntergespielt. Ich würde gerne daran anschließen mit dem nächsten Preisträger Viktor Gollanz, weil der passt, glaube ich, dann in diese Diskussion ganz gut. Viktor Gollanz hat 1960 den Preis bekommen. Er war ein britischer Verleger, der in seinen Buchclubs die Yellow Books herausgegeben haben. Das waren günstige Bücher, auch für Arbeiter gerade, der wirklich sehr viel gemacht hat. Und er hat bereits Mitte der 1930er Jahre explizit vor Adolf Hitler und seinem extremen Judenhass gewarnt und auch vorausgesehen, was passieren wird, wenn man ihn so weitermachen lässt. Dennoch hat er sich dann nach dem Krieg vehement dagegen gewehrt, dass es eine Kollektivschuld der Deutschen geben soll. Wir hören uns jetzt mal, und das wird euch überraschen, erstmal den Originaltext auf Englisch aus seiner Dankesrede an und dann lese ich ihn nochmal auf Deutsch vor. Und ja, lieber Dieter, bitte. And when I read finally that millions of my brethren, not because they were Jews, but because they were men, when I read that their fair human bodies were first being tortured and then reduced to bone and ashes, then I knew
what I had always nearly known. Should one add to this evil by doing evil in a minor way oneself? Or should one meet the evil by putting out every scrap of the opposite that one could discover in one's nature? Every scrap of love, every scrap of gentleness, every scrap of forgiveness. There was only one answer. An answer that came not as a result of any logical argument, but out of the depths of the human nature common to us all, a nature in which God has implanted, however infinitesimally, a trace of himself. And something else happened to me then. I realized that if there had been more gentleness and love in the world, Hitler might not have been Hitler. He was what life and the world had made him. I remembered that in the words of our great poet William Blake, every criminal was once an infant love. And so I could not hate Hitler. And so in this hall, which was once a church, I say from the bottom of my heart, may his tormented soul rest in peace. Meron, du hast es, glaube ich, zum ersten Mal heute gehört. Was löst es denn dir aus, dass Viktor Gollancz quasi, kann man sagen, verzeiht Adolf Hitler oder zumindest sagt, möge seine Seele in Frieden ruhen? Ja, also ich meine, wenn man die Argumentation da hört, das ist eine allgemeine gültige Argumentation, damit sozusagen gesagt, das kann man nicht niemand in keine historische Epoche verurteilen, weil die Person ist immer durch seine eigene Geschichte und seine eigene Biografie geprägt. Das kann man auch so, wenn man sozusagen diese Argumentationsstrang ist, es hat Richtigkeit und Unrichtigkeit zugleich. Das ist viel mehr interessant, ist genauso ein bisschen wie ich vorher bei Bube argumentiert habe. Mich interessiert viel mehr, was dazu führt. Also jetzt sind wir im Jahr 1960 gelangt, jemand nach Deutschland zu kommen als Jude und gerade diese Argumentationsstrang zu treffen. Und was sowohl Buber als auch Gollancz beschäftigt haben, ist der Versuch, das irgendwie argumentativ, kommunikativ eine Brücke zu bauen. Also, und da sind die alle Unabwägbarkeiten und alle fast, ich meine, so intellektuell ist es so eine, ich würde das benennen, so eine intellektuelle Akrobatik, die man das versucht dann irgendwie einen Weg zu finden, wie können wir 1953, 1960 Juden und Deutschen in die Augen schauen und miteinander reden. Also heute ist es nicht denkbar, aber damals, das war eine riesengroße Kluft und was diese Intellektuelle damit beschäftigt waren, ist, wie kann ich das intellektuell, wie kann ich das kommunikativ überhaupt machen? Und was war Buber dann in einer Weg macht, dann macht Gollancz in der anderen Weg. Und von daher, wir können das gar nicht verurteilen aus der heutigen Sicht. Natürlich, das als Erklärung von Nationalsozialismus würde ich als Historiker das nicht akzeptieren oder keine Entschuldigung oder keine Erklärungsmuster, um zu erklären, wie eine Demokratie zu einer Gesellschaft, das auf Unrecht basiert ist, dann erklären. Und ich würde das auch nicht auf der irgendwie eine Fokussierung auf eine Person, an die Biografie von Hitler, der eine oder andere traumatische Erfahrung in seiner Kindheit erlebt hat, sondern vielmehr sozusagen auf die Metaebene zu fragen, wofür überhaupt man so tief in sich geht und versucht, so ein Argument von sich dann zu produzieren. Ja, leider. Du. Ja, also was mir sehr fremd ist an den beiden,
Textpassagen, die wir jetzt gehört haben, und die sind für mich unglaublich fern von heute, ist, dass man sich offenbar damals zunächst mal der Sache psychologisch genähert hat. Ich glaube, sowas, auf diese Idee käme heute keiner mehr. Diese Geschichtskatastrophe, dieses Trauma auf eine psychologische Art zu besprechen. Es scheint mir ein richtiger Versuch, so etwas wie einen Bewältigungsdiskurs zu starten und zu glauben, dass man mit den menschlichen Gefühlen und auch mit der Beschwörung einer gemeinsamen Menschlichkeit da weiterkäme. Also ich glaube, das ist eine völlige Sackgasse, da sind wir nicht weitergekommen. Es sind historische Dokumente, die aber zeigen, dass am Anfang noch nicht so viele Optionen da waren und dass die Form der Reaktion, auf der man dann weitergehen konnte, überhaupt erst gefunden werden musste. Also das ist ein schrittweises Tasten. Und insofern sind es für mich jetzt historische Stimmen, die mir aber zeigen, wie weit wir von dieser Haltung uns entfernt haben. Also ich finde das schon, ich finde also bei Buber sehr, sehr bemerkenswert, dass er den Begriff Märtyrer verwendet. Also er versteht die Schwäche des Herzens und dass man das Märtyrertum nicht auf sich nimmt. Also das ist aus dem Mund eines Juden schon ein ganz, sagen wir mal, großes Wort. Also Buber steht den Dingen doch noch, den Ereignissen so nahe, dass er ein Gefühl hat für den Grad der Einschüchterung und des Terrors und der Angst. Und und dazu muss man eben doch wissen, dass im Judentum das Martyrium einen besonderen Stellenwert hat. Also das heißt ja Kiddush Hashem auf Hebräisch, den Namen heiligen. Und das ist etwas, was ein Weg, also im Judentum ein Weg zur Erlösung ist. Man ist sofort im Paradies, wenn man das auf sich nimmt. Und wenn man dann denkt, dass das erste Gebet, die erste Bitte im Vater Unser, dein Name werde geheiligt, heißt. Und die riesige Rolle, die das Martyrium in den ersten zweieinhalb oder so Jahrhunderten des Christentums spielte, was das für eine Bedeutung hatte. Und im Judentum eben durch die ganze Diaspora hindurch eigentlich. Also das ist, das fand ich sehr bemerkenswert. Und bei Gollanz hat es mich auch so eigenartig berührt. Dieser Gedanke, wäre mehr Güte und Liebe in der Welt, wäre Hitler nicht so. Also worauf es ankommt, ist mehr Güte und Liebe in die Welt zu bringen. Ein utopischer Gedanke. Und woran erinnert er einen das? Wer hat denn diese Utopie zum ersten Mal in ihrer ganzen, sagen wir mal, so kontrafaktischen Paradoxie ausgedrückt, da ist das natürlich Jesus. Nun war Jesus Jude, darf man nicht vergessen. Aber Jesus, sowohl in der Bergpredigt als natürlich auch dann in der Matthäus-Apokalypse, was ist ihr dem Geringsten meiner Brüder getan, habt ihr mir getan, da geht es ja genau um das, Güte und Liebe in die Welt zu bringen, in der sie von Natur aus nicht so vorhanden ist. Und das jetzt aus dem, dieses Plädoyer, dieses utopische Plädoyer, aus dem Mund eines Juden an dieser Stelle, finde ich doch sehr bemerkenswert. Ja. Es ist so seltsam, einen das berührt. Dass da was dran ist, ja, dass wir uns alle bemühen müssen, mehr Güte und Liebe in die Welt zu bringen. Also das war auch, und gerade nach der Erfahrung eines furchtbaren Verbrechens, das eigentlich nur Abscheu und Hass erzeugen könnte. Also mir war dieser Gedanke auch wieder so präsent nach 9/11, ja, nach diesem furchtbaren Attentat. Und die große Sorge,
das wurde jetzt nicht mit Güte und Liebe beantwortet, sondern mit Krieg. Ja? Und wie viel darauf ankommt, auf eine sozusagen paradoxe Intervention, da zu intervenieren und das jetzt nicht mit Hass und Krieg und Gewalt zu beantworten. Und das ist also, würde ich mal sagen, ein Plädoyer, das im Grunde noch nichts verloren hat von seiner Aktualität. So seltsam weltfremd es klingt, aber Das ist eben weltfremd. Ja. Und Weltfremdheit kann auch etwas sehr Gutes sein. Ja, das auf jeden Fall. Diese Entwicklung, dazu passt vielleicht noch etwas anderes, was 1985 passiert ist. So wie Meron uns vorhin von dem Holocaust-Gedenktag erzählt hat, wo man 2 Minuten in Israel mit den Sirenen stillsteht, haben wir natürlich auch zahlreiche Gedenktage. Und einer davon ist der 8. Mai. Das ist der Tag des Ende des Zweiten Weltkrieges bei uns. Da werden wichtige Reden gehalten, auch von amtierenden Bundespräsidenten, wie komme ich auf Bürgermeister? Das werden Reden gehalten, um die Millionen Kriegstoten zu betrauern und die politische und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 1985, also 40 Jahre nach Kriegsende, hat aber ein Bundespräsident damals ein Stück weit die Perspektive geändert, die für die weitere Geschichte, auch in dem Umgang mit dem Holocaust und der Haltung dazu, sehr wichtig war. Und deswegen hören wir jetzt mal nicht einen Friedenspreisträger, sondern nur einen Bundespräsidenten. Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das kann man gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird am Ende blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Das jüdische Volk erinnert sich und wird sich immer erinnern. Wir suchen als Menschen Versöhnung. Gerade deshalb müssen wir verstehen, dass es Versöhnung ohne Erinnerung gar nicht geben kann. Die Erinnerung millionenfachen Todes ist ein Teil des Inneren jedes Juden in der Welt. Nicht nur deshalb, weil Menschen ein solches Grauen nicht vergessen können, sondern die Erinnerung gehört zum jüdischen Glauben. Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Das war eine Steilvorlage für euch auch, oder? Erinnerungskultur. Jan, erzähl mal. Ja, also diese Rede hat uns wirklich stark ergriffen und war für uns der Startschuss, uns mit Erinnerung zu beschäftigen, für Erinnerung einzusetzen und vor allen Dingen natürlich für die Erinnerung des Holocaust. Und auch dieses Wort des Baal Shem Tov hat uns natürlich ins Herz getroffen. Also ich musste da immer an den 137. Psalm denken. Da heißt es ja, wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so soll mir die Rechte verdorren. Und das kann man jetzt heute so beten, wenn ich dein vergesse, Auschwitz, dann sollen mir die Rechte verdorren. Ja, das ist also dieses Erinnerungsgebot. Das ist uns damals, wir waren damals in Berlin am Wissenschaftskolleg und waren auch sehr befreundet mit Leo Löwenthal, einem jüdischen Soziologen, Historiker. Und wir haben das zusammengehört. Und das hat uns auf diesen Weg gebracht und ja nicht nur uns. Nicht? Das war das. Aber was... Ja. Es ist ja auffällig, wie plötzlich dieses neue Wort da hineinkam. Bisher hat es sich auf dieser Gefühlsebene abgespielt, in einer Form der Innerlichkeit oder der gemeinen Menschlichkeit. Und plötzlich ist von dem jüdischen Volk die Rede. Und das jüdische Volk wird charakterisiert als eines, das sich erinnert. Und nun geht es aber nicht um die Erinnerung innerhalb der jüdischen Tradition allein, und die Gesetze, die dazu gehören und der
Bund, der am Sinai geschlossen wird, an den man sich erinnert, aus dem man nicht rausfallen darf, sondern es ist eigentlich ein zweiter Bund geschlossen durch die Shoah. Die Shoah bringt, das ist ein Begriff, der ja kein ein hebräisches Wort, das nicht in der Bibel steht. Jetzt kommen wir wieder mit einem neuen Wort, nicht Holocaust, sondern Shoah. Das ist ein Wort, das eigentlich einen neuen jüdischen Bund besiegelt, dem nämlich jetzt alle Juden angehören durch die Erfahrung der Shoah. Denn diejenigen, die auf der Welt sind, sind trotz der Shoah noch auf der Welt, weil es ja den Wunsch gab nach einer Welt ohne Juden. Sie waren ja alle betroffen. Und insofern ist das etwas, was eigentlich in jedes jüdische Leben eingedrungen ist. Und deswegen auch als Erinnerung zur Pflicht wird. Und da kommen wir eben auch zur Frage nach der Verpflichtung oder der Pflichtübung. Also hier kommt ein verpflichtendes Moment hinein. Also die Erinnerung ist etwas, die notwendig ist. Und wenn wir als Deutsche und Nachfolger der Tätergesellschaft nun plötzlich dieses Wort einfach so übernehmen, uns aneignen, das ist ja eine Aneignungsgeste, die Weizsäcker da macht, dann ist es der Versuch, über das Erinnern so eine Brücke zu schlagen. Also vorhin war von der ausgestreckten Hand die Rede von Buber und dem Begriff der Versöhnung, der kommt hier auch schon wieder vor. Die Deutschen sehnen sich immer nach Versöhnung. Aber jetzt gibt es noch ein zusätzliches Wort und das ist die Erinnerung. Also einen anderen Bund über die Erinnerung zu schließen oder einzusteigen in diese Erinnerung und die Erinnerung mitzutragen. Und an diesem Punkt waren wir halt auch gerade mit unseren eigenen Gedanken und Forschungen angekommen, in dem Sinne, dass wir uns immer klarer wurden, dass es mehr gibt als nur eine individuelle Erinnerung, was die meisten Menschen immer noch für die einzige halten. Es gibt eben nicht nur eine Erinnerung, die jeder Einzelne von uns hat, sondern eben auch eine Erinnerung, die wir gemeinsam haben. Und das Beispiel von Meron Mendel vorhin mit der Sirene, die angeht, da ist er schon in einer Erinnerung drin, einer kollektiven Erinnerung drin, bevor er seine individuelle Erinnerung darüber ausbildet. Das ist ein tolles Beispiel dafür, dass es das gibt. Und diese gemeinsame kollektive Erinnerung baut man eben durch viele, viele kulturelle Riten und Formen auf, indem man gemeinsame Praktiken entwickelt. Und wir sind ja heute dabei, uns immer wieder zu überlegen, wie man die erneuert, um aus einer leeren Form der nur wiederholenden Ritualisierung rauszukommen. Aber dass man etwas gemeinsam tut und sich auf etwas Gemeinsames bezieht mit dieser Erinnerung, das ist genau das Fundament dessen, was wir dann ein kulturelles Gedächtnis nennen, das ich natürlich nur selber tragen kann. Das braucht einen Rahmen. Und Weizsäcker ist derjenige, der sozusagen den ersten Balken da errichtet, um diesen Rahmen aufzubauen. Das dauert dann ja noch. Es gibt noch ein paar weitere Schritte dahin. Aber man sieht jetzt diesen Prozess, dass es eine Bereitschaft gibt, oder eher, sagen wir mal besser, er wirbt in der Gesellschaft für eine Bereitschaft, sich mit diesem Erinnern auseinanderzusetzen, sich da einzusteigen und damit auch das Interesse an diesem Ereignis zu stärken und zu stützen, sich nicht mehr abzukehren, sondern mehr wissen zu wollen. Denn erinnern kann man sich ja dann auch nur an Dinge, die einem vor Augen stehen, die man erfahren hat, über die man etwas gelernt hat und über die man etwas erfährt. Zum Erinnern gesellt sich dann ja auch irgendwann das Erforschen, ne? Und darum wird es jetzt gleich gehen mit Siegfried Lenz, der 1988 den Friedenspreis bekommen hat und Bezug nimmt auf den Historikerstreik, der damals stattgefunden hat. Darüber wird Jan uns gleich etwas erzählen. Wir hören uns jetzt erstmal Siegfried Lenz an. Und es wird ein bisschen schwierig, vielleicht, aber vielleicht auch ganz einfach, weil du bist einfach ein wunderbarer Erklärer. Deswegen gerne jetzt Siegfried Lenz, Dieter. Wir haben in jüngster Zeit eine Auseinandersetzung über deutsche Geschichte erlebt, die unter dem Begriff Historikerstreit Aufmerksamkeit in der ganzen Welt fand. Bestürzt nahmen wir das Bemühen akademischer Lehrer zur Kenntnis, Auschwitz, also
dem industrialisierten Mord an Millionen seine Singularität abzusprechen, ja, es verstehbar zu machen. Auf Stalins Archipel Gulag verweisend, in dem bereits zuvor Millionen Menschen den Tod fanden, wollte man uns glauben machen, dass Hitler hier sein Beispiel gefunden habe. Schroff verkürzt, wurde uns das Fazit nahegelegt, ohne Archipel Gulag kein Auschwitz. Noch erschrocken über diese Schlussfolgerung erfuhren wir, dass es nunmehr an der Zeit sei, auch die Geschichte des Dritten Reiches zu historisieren, seine Taten und Untaten zu entemotionalisieren. Das historische Dokument findet jeder, den Geist einer Epoche aber nur der, der nicht absieht von sich selbst. Die Untaten anderer sind kein Argument der Entlastung. Auschwitz lässt sich nicht im historischen Vergleich erfassen. Der, außer willentlicher oder unwillentlicher Verharmlosung, keinen zusätzlichen Aufschluss gibt. Und Auschwitz lässt sich auch nicht verstehen. Gewiss, wir sollten immer zu verstehen suchen, bevor wir urteilen. Aber hier, vor diesem Verbrechen, spüren wir, dass dem Verständnis Grenzen gesetzt werden. Jan, ja, der Historiker strahlt. Also da ist mir wirklich leider die Spitze. Ja, soll man leider. Also ich fange nur mal biografisch an. Okay. Am 6. Juni 1986 waren wir mit dem schon erwähnten Leo Löwenthal hier in Frankfurt verabredet und fuhren da im Auto und haben die Morgenzeitung mitgenommen. Und ich habe sie im Auto leider vorgelesen. Und in dieser Morgenzeitung, der natürlich Frankfurt allgemein, war ein Artikel von Ernst Neute überschrieben, Vergangenheit, die nicht vergeht. Und das war der Text einer Rede, die er hier in Frankfurt hätte halten sollen. Und er war aber ausgeladen worden. Und die Frankfurter Zeitung hat ihm aber ihr Feuilleton zur Verfügung gestellt, um diese Rede dann wenigstens dort abzudrucken. Und warum war er ausgeladen worden? Da war vorgefallen, dass Saul Friedländer bei Neute eingeladen war, dass man bei Tisch über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg sprach und dass Neute mal seine Theorie zur Diskussion gestellt hat, dass Hitler eigentlich gar nicht anders konnte, die Juden zumindest zu internieren, weil sie ihm ja, Weizmann, den Krieg erklärt hätten. Und Weizmann hatte erklärt in einer seiner Reden, dass bei einem kommenden Krieg die Juden auf der Seite der Engländer kämpfen würden. Das sind nur gerade keine Kriegserklärung, aber immerhin. Und daraufhin hat sich Friedländer ein Taxi kommen lassen. Und das wurde irgendwie publik, aber jedenfalls, das war der Grund, dass Frankfurt ihn ausgeladen hat. Und in diesem Artikel Vergangenheit, die nicht vergeht, da entwickelt Neute seine These von der asiatischen Tat. Also Hitler, darauf nimmt Siegfried Lenz Bezug mit dem Satz, ohne Gulag kein Auschwitz. Mhm. Also Hitler hatte er die Verbrechen des Stalinismus vor Augen und hat dem nun seine eigene asiatische Tat entgegengesetzt. Das ist diese Relativierung und auch im Grunde eine Begründung des Holocaust. Das muss man wissen, um verstehen zu können und so weiter. Das ist natürlich ein Skandal gewesen. Einen Monat später, da waren wir mal aufs Land gefahren und haben uns wieder die Zeitung mitgenommen und haben uns das wieder vorgelesen. Und da war abgedruckt eine Art Schadensabwicklung von Habermas. Und das war für uns ein zweiter Startschuss. Ja, das hat uns derartig begeistert, dieser Artikel von Habermas. Das war die Antwort auf Neute. Und da ging dann eben dieser Historikerstreit los, den ja
den der Frank Schumacher dokumentiert hat. Das ist ein 700 Seiten dicker Band. Da sind alle gesammelt, alle Feuilletons, alle Reden und alles. Und es ging immer um Themen, die im Grunde heute noch, das wird er leider sicher, die das sehr stark verfolgt, heute noch aktuell sind. Also das Verbot, den Holocaust in irgendeiner Weise zu kontextualisieren, zu relativieren, indem man sagt, da gab es aber auch die anderen Schlimmes, ja, oder zu historisieren, ja, das hat seine Gründe, das ist nicht vom Himmel gefallen oder aus der Hölle aufgestiegen. Nicht so. Und das sind Themen, die immer noch sehr aktuell sind und die er leider sehr stark verstrickt ist. Ja, vielleicht kann man sagen, so wie der Auszug aus der Weizsäcker Rede so ein Startschuss war mit dem Begriff Erinnern, war dann der Historikerstreit für uns wichtig, weil er eine Trennung hervorgebracht hat, begriffliche Trennung, die meines Erachtens weiterhin gilt und gültig ist und sehr, sehr wichtig ist, aber die viele Menschen in dieser Gesellschaft nie verstanden oder mitgemacht haben. Und das ist die Unterscheidung zwischen Geschichte und Gedächtnis. Der Historikerstreit hat also unter der Überschrift Vergangenheit, die nicht vergeht, hat Nolte über den Holocaust geschrieben und hat es als einen irgendwie Skandal empfunden, dass es hier in dem Material des Historikers ein Ereignis gibt, was nicht wie alle anderen Ereignisse der Historiker auch so langsam, aber sicher in die Zeit und in die Vergangenheit zurückdriftet. Das heißt, ins Archiv der Historiker entschwindet. Wo es ja bleibt und wo die Historiker es verarbeiten können und immer wieder aufgreifen können und auf ihre Weise bearbeiten. Dieses Ereignis verschwindet nicht langsam, sondern es bleibt. Es ist eine Vergangenheit, die nicht vergeht. Und genau das macht aus, was eine gemeinsame, eine kollektive, eine kulturelle, eine nationale oder wie auch immer ein nationales Gedächtnis ist. Damit es bleibt, muss man natürlich auch was dafür tun. Es verschwindet schnell, wenn niemand etwas dafür tut. Erinnern ist immer eine Praxis, ist immer eine kommunikative Praxis. Man muss sich gegenseitig etwas mitteilen. Man muss sich auf etwas einstellen und muss dafür einen Rahmen schaffen. Aber genau diese Erinnerung und dieses Ereignis gegenwärtig zu halten und in seiner Aktualität immer wieder zu erneuern, mit dem Bezug auf die ständig auch sich verändernde Gegenwart, das ist ein, was ich ein kulturelles Gedächtnis nenne. Und hier sind auch alle die Begriffe zum ersten Mal wirklich deutlich ausgesprochen, die ein solches kulturelles Gedächtnis ausmachen und von der Arbeit des Historikers unterscheiden. Denn die Arbeit des Historikers funktioniert ganz anders. Natürlich kontextualisiert er, natürlich vergleicht er, natürlich stellt er alles immer in neue Zusammenhänge, natürlich sucht er nach Ursachen. Das kann man doch keinem Historiker verbieten. Das ist ja seine Arbeit. Man kann nicht einfach in die Profession der Historiker in dieser Weise eingreifen. Das machen die. Sie korrigieren sich auch selber auf ihre Weise. Das ist deren Geschäft. Aber was in dieser Erinnerung dann ankommt, dafür gibt es andere Maßstäbe. Und da gibt es diesen Maßstab, das ist für uns, und das ist immer eine Gruppe mit einer gemeinsamen Identität und Geschichte, die sich dieses Bündnis sozusagen auferlegt. Das ist eine Erinnerung und ein Ereignis. Das ist für uns so wichtig, das wollen wir nicht wieder loslassen. Das bleibt bei uns und für uns ist das einzigartig und wird nicht relativiert und behält diesen Status der Aktualität. Und wir frischen das auch immer wieder auf und wir erneuern das auch immer in diesen neuen Kontexten. Dadurch verändert es sich natürlich auch und damit es lebendig bleibt. Also das scheint mir ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen dem, was die Historiker tun und dem, was ein kulturelles Gedächtnis ausmacht. Ich würde jetzt gerne gleich weiterkommen. Meron, verzeih, dass ich dich nicht auch noch, weil wir kommen natürlich zu einer Preisrede, die ziemlich nachhaltig gewesen ist, sowohl positiv als auch negativ. Sie wurde 1998 hier gehalten in der Paulskirche. Es war Martin Walser. Und das ist im Grunde genommen, glaube ich, der Dreh- und Angelkreuz vieler Diskussionen. Das hat jahrzehntelang noch weiter zu Diskussionen geführt. Und wir hören uns jetzt Martin Walser erstmal an. Das fällt mir ein, weil ich jetzt wieder
vor Kühnheit zittere, wenn ich sage, Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets. Aber in welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz normales Volk, eine ganz gewöhnliche Gesellschaft. In der Diskussion um das Holocaust-Denkmal in Berlin kann die Nachwelt einmal nachlesen, was Leute anrichteten, die sich für das Gewissen von anderen verantwortlich fühlten. Die Betonierung des Zentrums der Hauptstadt mit einem fußballfeldgroßen Albtraum. Die Monumentalisierung der Schande. Der Historiker Heinrich August Winkler nennt das negativen Nationalismus, dass der, auch wenn er sich tausendmal besser vorkommt, kein bisschen besser ist als sein Gegenteil, wage ich zu vermuten. Wahrscheinlich gibt es auch eine Banalität des Guten. Tja, da ist viel gefallen in diesen, schon alleine diesen zwei Absätzen, also sehr viele Schlagworte, Monumentalisierung der Schande, Pflichtübung, Einschüchterungsmittel und Auschwitz eignet sich nicht dafür, Moralkeule zu werden. Ignaz Bubis hat ihn ja damals, der auch bei der Preisverleihung dabei gewesen ist, danach auch einen geistigen Brandstifter genannt, weil es auch viele Schlagworte sind, die er verwendet hat, die auch heute noch von AfD-Politikern und anderen gebraucht werden, indem sie die Doppeldeutigkeit oder die Zweideutigkeit der Begriffe einfach auch für sich ausnutzen und auch hin und her schwanken können. Ich habe irgendwann, man kann das auf YouTube auch nachgucken, mal diese Preisverleihung mir auch angeguckt als Film. Und was ich auch von vielen gehört habe, die dabei gewesen sind, die haben alle gesagt, boah, das war aber auch mal richtig, dass jemand das sagt. Und das erschüttert mich immer noch so ein bisschen, weil ich auch gehört habe, wer das gesagt hat. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich notwendig war. Aber vielleicht war es auch gut, weil dadurch endlich auch eine Diskussion in Gang gerollt wurde. Und leider, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben und kannst, glaube ich, viel davon erzählen. Ja, ich war damals gerade in Berlin, wollte etwas anderes machen am Wissenschaftskolleg. Da kam die Rede dazwischen. Und dann habe ich mich mit dieser Rede auseinandergesetzt und einiges dazu geschrieben, was übrigens Martin Walser, der mir gegenüber am Bodensee wohnt, auch gelesen hat. Und ich hatte auch zwei ausführliche Gespräche mit ihm. Natürlich 10, 15 Jahre später, 20 Jahre später. Und ich muss hinzufügen, dass er diese Sätze und diese Rede tief bereut inzwischen. Also er ist nicht mehr da. Ja. Er hat diesen Impuls losgelassen und was sehr unheimlich ist, ist, dass dieser Impuls jetzt wieder ein anderes Sprachrohr gefunden hat und sich wiederholt. Man kennt die Moralkeule, überhaupt der Begriff der Moral als ein Kampfbegriff, polemischer Kampfbegriff, der spaltet, der ist im Moment ja überall zu haben. Dann Björn Höcke mit dem Denkmal der Schande, die haben sozusagen diesen Faden aufgenommen oder diesen Impuls. Aber Walser müssen wir zugutehalten, dass er sich davon total distanziert inzwischen und es tief bereut, vor allem gegenüber Bubis. Da hat er ein persönliches Schuldbewusstsein entwickelt und den hat er einfach überrannt, auch medial. Und das tut ihm leid, das sollte man einfach hier auch einfügen und mitteilen und ihm zugutehalten. Man muss sagen, seit der Begriff der Erinnerungskultur im Schwange ist, seit wir das auch sehr propagiert haben, schlug uns immer die Kritik der Ritualisierung entgegen. Mhm. Das war der große Vorwurf. Also Erinnerung ist etwas, wie der Name schon sagt, zutiefst Innerliches. Ja. Das Gewissen, das ist überhaupt der Kern des Individuums. Darauf nimmt ja auch Walser so stark Bezug. Und das Erinnern,
Und uns ging es natürlich um die Gemeinsamkeit des Erinnerns. Also nicht jetzt der Einzelne für sich allein, der da in die Tiefen seines Gewissens hinabsteigt und sich erinnert, sondern um das Gemeinsame, das hier nun auch stattfindet und auch das öffentliche Erinnern. Und das geht gar nicht anders als durch Ritual. Gemeinsamkeit kommt gar nicht anders zustande. Man kann etwas Gemeinsames nur auf der Basis einer gewissen Choreografie tun, einer gewissen Ordnung. Also das ist ein Vorwurf, wie gesagt, der die ganze Debatte von Anfang an begleitet, der in Walsers Rede kulminiert. Und wir haben also, wir sind nicht müde geworden, darauf hinzuweisen, dass es hier jetzt nicht um das Individuum im stillen Kämmerlein geht, sondern um die Gesellschaft, die gemeinsame Formen des Vergangenheits, des Gedenkens, das ist ja nicht Erinnern, es ist Gedenken, stiftet. Und dass die Gesellschaft das braucht und dass man das eben auch kulturell formen und fördern muss. Ohne sich damit als Weltmeister des Erinnerns zu produzieren. Das ist natürlich auch der andere, die andere Formulierung. Ja. Die eine kommt von rechts, die andere kommt von links. Man ist da immer eingekeilt zwischen Kritik und Satire. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es sehr viel zu tun hat mit einem Selbstbild einer Gesellschaft. Ja. Dieses Erinnern historischer Epochen oder das Vergessen historischer Epochen ist etwas, was eigentlich in die Zukunft gerichtet ist. Und warum wir das brauchen, damit wir uns verständigen, in was für eine Zukunft wir hineingehen. Und zwar auch als diverse Gesellschaft. Wir haben noch zwei Preisträger und bei dem einen würde ich Meron dich danach auch nochmal fragen. Peter Esterhazy hat 2004 auch über eine Keule geredet in seiner Friedenspreisrede, weil die Moralkeule von Martin Walser einfach im Raum war. Ja. Fritz Stern, der hat ein Jahr später den Friedenspreis bekommen, dessen gesamte Rede ist eigentlich eine Antwort auf Martin Walser gewesen, nach dem Motto, wir dürfen es uns nicht zu leicht machen. Wir müssen einfach auch gucken, dass wenn man nur noch die Auschwitz als Moralkeule bezeichnet, wird man einfach dem Verbrechen an sich nicht mehr gerecht, weil man nur noch über etwas redet und nicht mehr die einzelnen Beispiele oder die Opfer und die Stimmen der Opfer und so etwas hört. Esterhazy 2004, ein ungarischer Schriftsteller, der einen Witz einfach in jedem seiner Texte hat oder sowas, hat sich natürlich vorgenommen, auch in seiner Friedenspreisrede das Wort Keule zu erwähnen. Und das hören wir jetzt mal, Dieter. Bei einer Friedenspreisrede stolpern wir sogar bei dem Wort Lammkeule. Klaus Trebes, der große Frankfurter Koch, empfiehlt, eine Milchkeule hohl entbeinen bis auf den Haxenknochen, dann eine Paste zubereiten aus Knoblauchzecken, Schalotten, Zitronenthymian, Pinienkerne, Weißbrotbrösel mit Olivenöl, natürlich Zitrone. Einen Teil der Paste in den Hohlraum füllen, wo vorher der Knochen saß. Und dann die Keule in Form binden, würzen etc. Also die Keule in Form binden. Wovon ist hier die Rede? Ja, Meron, ich glaube, da hat Peter mal uns den Spiegel vorgehalten, Peter Esterhazy. Ne? Die Keule in Form binden, sie würzen. Klingt so ein bisschen für mich so, dass er so ein bisschen sagt, wir Deutschen suchen auch mit dem, wie wir uns mit einem Thema befassen, immer irgendwie am Ende wie nach einer ganz langen Mathematikformel und am Ende soll eine Zahl herauskommen. Also wir binden etwas gerne auch in Form. Wir wollen im Grunde genommen sammeln, alle Aspekte und sowas bereiten, um am Ende dann mit einem guten Gewissen zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Siehst du das auch so ein bisschen, wenn du auf uns Deutsche guckst, so? Ja, also es ist immer so eine Diskussion über Humor und Holocaust. Also ja. Wann kann man das? Und in Israel ist gar nicht über Holocaust-Erinnerungen zu denken ohne Humor und Witze. Mhm. Das ist, würde man sagen, so eine jüdische schwarze Humor. Und hier ist das ein bestes Beispiel für einen sehr guten ungarischen Humor, der hier jetzt vorgeführt wird. Und das sind nicht anders als Plädoyer, einfach zur Entspannung und das vielleicht
Entideologisierung der Debatte. Es ist eigentlich genau das, was uns im Moment in unserer Gesellschaft fehlt. Der Humor als Blitzableiter, also zur Entladung von Gefühlen oder aufgespeicherten Druck und Ressentiments. Plötzlich diese Neutralisierung. Man kann wieder gemeinsam über etwas lachen. Das ist eigentlich wirklich eine reinigende Wirkung, die wir in den gegenwärtigen Debatten auch unbedingt brauchen, gerade angesichts der starken Polarisierung. Also ein bisschen mehr Humor nach diesem Rezept. Trotzdem stand ja irgendwie eine Antwort auf Walser irgendwie noch im Raum. Ne? Also weil es wirklich unbedingt, ja. Ich habe 2003, glaube ich, habe ich Martin Walser mal mit Bundeskanzler Schröder diskutieren sehen und da ging es auch immer über das Thema Moralkeule und Auschwitz und zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Martin Walser sehr stark in dieser Verteidigungsposition. Ja. Er hat es immer wieder gerechtfertigt, selbst wenn er schon vielleicht gar nicht mehr so der Meinung war, aber er musste so seinen Standpunkt aufrechterhalten. Es gibt dann andere Menschen, denen das natürlich, und der hatte mit dem Historikerstreit auch zu tun, über den Jan erzählt hatte, Saul Friedländer, ein israelischer Forscher, Wissenschaftler, der im Grunde genommen dessen Ansatz es war, zu sagen, man kann den Holocaust oder die Vernichtung, Verfolgung und Vernichtung der Juden in Europa nicht nur durch Dokumente und alles Mögliche erfassen, sondern viel mehr und viel stärker auch durch die Stimmen der Opfer. Also er hat in jahrzehntelanger Arbeit Tagebücher, Briefe, alles Mögliche, was an Unterlagen da war, zusammengesucht und hat dann nochmal quasi aus dem Blick der Jüdinnen und Juden die Geschichte nochmal neu erzählt, auch ein Stück weit neu. Und man hat ihn zum Teil sehr belächelt darüber, man hat ihn auch kritisiert, weil das keine professionelle Wissenschaft gewesen ist, aber was dabei herausgekommen ist, ist wirklich einzigartig. Und wir hören ihn jetzt als Antwort auf Martin Walsers Moralkeule Auschwitz. Er hat sich entschieden, damals 2007, als wir ihm den Friedenspreis verliehen haben, keine Rede zu halten, sondern die Briefe von seinen Verwandten vorzulesen. Briefe, in denen sie von ihrer Flucht berichten, von schrecklichen Zuständen, die sie hatten, von anderen, die schon gestorben sind. Manche dieser Briefe wurden sogar auf dem Weg in die Konzentrationslager noch aus dem Fenster geworfen und wurden dann von jemandem gefunden und dann an die Adressaten gebracht. Und jetzt hören wir Saul Friedländer. Zu dem Deportationstransport Nummer 40, der am 3. November 1942 meine Eltern von Drancy nach Auschwitz brachte, gehörten 468 Männer, 514 Frauen und 18 Personen, deren Geschlecht nicht angegeben war. Insgesamt 1000 Juden, unter denen sich 200 Kinder befanden. Der Transport traf am 6. November in Auschwitz ein. Von denen, die die Reise überlebt hatten, wurden 639 gleich nach ihrer Ankunft vergast. Keine der Frauen und nur 4 der Männer waren bei Kriegsende noch am Leben. Auf den Lagerlisten ist als Todesdatum meines Vaters der 1. Dezember 1942 angegeben. Der Name meiner Mutter wird nicht genannt. Das Datum und die Umstände ihres Todes sind unbekannt. Madame, schrieb mein Vater auf Französisch, ich schreibe Ihnen dies aus dem Zug, der uns nach Deutschland bringt. Im letzten Moment habe ich ein Vertreter der Quäker 6.000 Francs und ein Armband mit Anhängern sowie einer Dame einen Briefmarkenalbum zur Weitersendung an Sie übergeben. Heben Sie alles für den Kleinen und auf und nehmen Sie zum letzten Mal unseren unendlichen Dank und die herzlichsten Wünsche für Sie und Ihre ganze Familie entgegen. Verlassen Sie den Kleinen nicht. Gott möge Ihnen alles vergelten und Sie und Ihre ganze Familie segnen. Elli und Jan Friedland. 60 Jahre sind vergangen, seit diese und zahllose ähnliche Stimmen zu vernehmen waren. Und doch berühren sie uns, mag auch lange Zeit verstrichen sein, mit einer ungewöhnlichen Stärke und Unmittelbarkeit.
die weit über die Grenzen der jüdischen Gemeinschaft hinaus fortwirkt und die große Teile der und mehrere Generationen der abendländischen Gesellschaft bewegt hat. Ja, das Vorlesen der letzten Worte vom Vater. Und ich glaube, das war die einzige Antwort, die man auf Martin Walser geben konnte. Achtet auf die Stimmen, hört auf diejenigen, die darüber berichten, was passiert ist. Versucht mit allen anderen Mitteln natürlich so viel wie möglich zu verstehen und sowas, aber vergesst nie diese Stimmen, weil sie im Grunde genommen ja da sind. Und sie sind dank Saul Friedländer da, der das quasi in seinen Büchern aufgeschrieben hat und ein bisschen auch durch den Friedenspreis jetzt. Und löst sich dadurch ein Knoten? Ist das wirklich eine Antwort oder fehlt noch was? Alleine. Also ich würde ja sagen, sie waren schon vorher da. Sie kamen in den 80er Jahren zurück. Also gleichzeitig mit der Rede von solche Dinge passieren meist nie an einem Ort. Da gibt es dann so eine Geistesverwandtschaft oder Ansteckungseffekte. Jedenfalls das Aufnehmen der Stimmen fängt zum Beispiel in Yale an mit dem Testimony Archive und dann übernimmt es Steven Spielberg mit seinem Archiv. Und es werden so viele Holocaust-Videozeugnisse gesammelt. Inzwischen sind 70.000, die gesammelt wurden. Es fängt in den 80er Jahren an, in den 90er Jahren. Intensiv geht es weiter. Man spricht von den 90er Jahren als dem Zeitalter des Zeugnisses oder des Zeugen. Das war eigentlich der Höhepunkt, wo diese Stimmen nun endlich alle zu Gehör gebracht wurden, ernst genommen wurden, aufgenommen und eingesammelt wurden. Kleine technische Tragödie bestand darin, dass das alles auf HVS-Kassetten geschah. Und diese Bänder nach Spielberg sagte noch, man kann den Erdball dreimal damit umwickeln. Ja, so sprach er über das neueste Medium damals. Und inzwischen müssen die alle natürlich neu digitalisiert werden. Aber auch das ist ein Archiv der Stimmen, das es in allen deutschen oder großen deutschen Städten gibt, in Berlin, sicher auch in Frankfurt. Und es ist, wäre sehr wichtig, dass das auch wieder in die Zirkulation kommt und genutzt wird. An den Unis, an den Schulen, überall kann man mit diesen Stimmen arbeiten. Sie sind ja da und das muss man immer wieder betonen. Ja. Ganz kurze Frage. Also der Martin Walser, stand er eigentlich zu seinen Worten, als er sie 1998 geäußert hat? Oder also war er eigentlich mit der heutigen AfD vergleichbar? Oder haben zum Beispiel jetzt die Redner dieser Partei die Doppeldeutigkeit von seinen Worten genutzt, um eben mit Sachen wegzukommen, mit denen sie halt normalerweise wahrscheinlich eher zu kämpfen hätten? Also mit Sicherheit stand Martin Walser nicht für eine Partei. Der ist ein absolutes Individuum und genau deshalb hält er auch nichts von dieser Erinnerungskultur. Ich erinnere mich noch 1995, das war ein Zeitpunkt, das war dann 10 Jahre nach der Weizsäcker-Rede, also 50 Jahre nach Kriegsende, dann gab es wieder sehr viele Texte von Kriegsteilnehmern, die sich dann geäußert haben, 50 Jahre später. Da war auch so ein Dammbruch gebrochen, plötzlich konnte man darüber wieder reden. Koselleck hat da ein sehr interessantes Zeugnis, der Historiker, abgelegt, hat plötzlich erzählt, er sei in Auschwitz gewesen. Ja, er war in Auschwitz, weil er als Kriegsgefangener dort war. Und Walser zum Beispiel war damals auch schon sehr polemisch eingestellt, feindlich gegen das, was die Gesellschaft von ihm immer wollte. Und er sagt, ich habe keine Lust im Sinne von Weizsäcker, denn darum ging es ja damals, an das Kriegsende immer als eine Befreiung zu denken. Das sollten ja die Deutschen endlich lernen und nicht mehr als Niederlage oder Katastrophe, sondern als eine Befreiung zur Demokratie, die ihnen gerade geschenkt wurde, und Befreiung zu Europa. Aber Walser sagte, ich bin halt an diesem Tag in Kriegsgefangenschaft geschickt worden, warum soll ich an dem Tag
eine Befreiung feiern. Das kann ich nicht. In diesem Sinne müssen Sie ihn verstehen. Er ist einfach ein radikaler, existenzieller Individualist. Er hört auf seine Stimme, aber er steht nicht für eine Partei, ganz und gar nicht. Und deswegen ist er auch in der Lage, diese Stimme zu revidieren. Er kann sich damit auseinandersetzen, er kann sich auch verändern. Eine Partei ist irgendwie ein Rahmen, in dem man ist man festgezurrt. Und Sie dürfen ihn damit auf keinen Fall gleichsetzen. Was ist denn Ihre persönliche Meinung zu der kollektiven Schuld? Also würden Sie sagen, dass es eher konstruktiv ist, wenn man diese kollektive Schuld annimmt und sich auch selbst dafür verantwortet, auch wenn man selbst jetzt vielleicht keine nationalsozialistischen Hintergründe hat oder auch aus anderen Kulturkreisen stammt und trotzdem als Deutsch durchgeht? Würden Sie sagen, dass man da trotzdem sich dafür schuldig fühlen muss? Oder was ist Ihre Meinung dafür? Ich danke sehr für diese Frage, die ist so wichtig. Also das Wort Schuld passt nur für Individuen. Das kann man nicht kollektivieren. Das geht nicht. Man kann da nicht einen ganzen Verbund herstellen und schon gar nicht einen transgenerationellen Verbund. Das würde ja eine Ethnisierung der Schuld, mit den Genen wird sie weitergegeben. Wie soll das möglich sein? Das ist sinnlos. Ich finde, da ist ein Satz von Max Mannheimer, dem Holocaust-Überlebenden, der sehr viel in Schulen war, für mich einfach der Schlüssel. Und der sagt auch etwas, was für alle Schulklassen, die immer diverser werden, gilt. Er hat nämlich gesagt zu den Schülern, ihr seid nicht schuld an dem, was geschehen ist, aber ihr tragt die Verantwortung dafür, dass es sich nicht wiederholt. Ihr lebt in diesem Land, deswegen ist es sinnvoll, dass ihr das wisst, was hier geschehen ist. Und ihr müsst es einschätzen können und beurteilen können, wer wie hier redet, damit ihr euch da auskennt. Aber ihr habt da für dieses Land dann eben auch eine eigene Verantwortung, die ihr tragen könnt, damit sich das nicht wiederholt. Das wäre eigentlich eine Anmerkung. Also zu dieser Verantwortung habe ich mir halt einfach... Also ich denke, das wäre eine schreckliche und schrecklicher und menschenverachtender Zufall, wenn eben ausgerechnet hier noch einmal eine Judenverfolgung oder Ähnliches geschehen würde. Und es wäre also die Schlechtness und die Krankheit von der Judenvernichtung ist nicht in Worte fassbar. Und wenn dies nochmal geschehen würde, dann wäre das eben auch noch erst recht der Fall. Also, das war irgendwie mein Gedanke dazu. Und ja, da würde ich gern was dazu sagen. Also, damit sich das nicht wiederholt. Ja, also das wird sich nicht wiederholen. Also Vernichtungslager werden nicht eingerichtet werden, weder hier noch in Polen. Aber wir müssen diesen Begriff das müssen wir aufbrechen. Zu diesem das, was hier geschehen ist und was sich nie wiederholen darf, gehört zum Beispiel Wegschauen. Ja? Mangel an Empathie, abgestelltes Mitempfinden oder so. Dazu gehört Fremdmachen, Xenophobie, Fremde nicht reinlassen. Die Idee einer Volksgemeinschaft, ja, die abstammungsbedingt ist. Das sind alles Gedanken, die gibt es hier noch. Und es gibt Parteien, die das vertreten. Also dieser Begriff dessen, was ich nicht wiederholen darf, ist vielfältig. Und viele Elemente dieses Begriffs, die sind durchaus virulent und dagegen müssen wir vorgehen. Ich wollte nur schnell fragen, meinen Sie nicht, dass es sich schon wiederholt in China mit den Uiguren eigentlich? Also was ist Ihre Meinung dazu? Weil dort werden sie auch, gibt es ja auch Lagern und Sie kennen ja die Situation, was da alles passiert. Ich habe das jetzt. Ob das nicht jetzt schon wieder passiert in China mit den Uiguren, die auch in Lager gekommen sind? Nicht nur in, nur in China mit den Uiguren. In Eritrea gibt es im Moment einen Völkermord, auch wieder an einer Minderheit. Ich saß vor 3 Tagen in Berlin noch mit einer Familie und
Die haben mir das in einer Dringlichkeit nahegebracht. Es gibt viele, viele Orte auf der Welt, wo genau das sich nicht nur wiederholt ist, wo das einfach weitergeht, wo das nie aufgehört hat. Es geht einfach darum, Orte und Regionen zu schaffen, in denen das nicht mehr möglich sein soll. Ja, das präventiv zu verhindern, dass es hier möglich ist, dass es überall auf der Welt weitergeht, ist leider eine ganz traurige Wahrheit. Und es ist so wichtig, diese nicht aus den Augen zu verlieren. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir nicht wegschauen dürfen, müssen wir genau auf diese Dinge schauen und uns dafür sensibilisieren und uns überlegen, was wir von Europa aus, von der EU aus auch dagegen tun können. Also wo man einschreiten kann und wie das gehen kann. Aber dieses Bewusstsein zu haben und zu erhalten, wie Sie es eben jetzt gerade auch aussprechen, das ist ausgesprochen wichtig. Also es wurde viel über Humanität und Moral und Gut und Böse gesprochen und dass eigentlich wir alle Menschen auf gewisse Art und Weise dazu fähig sind, so schreckliche Taten irgendwie zu vollziehen oder zu machen oder zu erschaffen. Glaubt ihr, dass es je dazu kommen wird, dass auch ohne die Geschichte zu betrachten, weil viele der Themen, die zum Beispiel besprochen wurden, auch unabhängig von der deutschen Geschichte oder der europäischen Geschichte sind, dass eine utopische humanitäre Richtlinie des Menschenseins irgendwie erschaffen werden kann, wo der Mensch nicht dazu neigt, so zu handeln auf einer machtergreifende Art? Also mir fällt dazu jetzt der erste Redner, den wir heute gehört haben, ein, Martin Buber, seine Philosophie des Ich und Du. Es ist wirklich eine so grundlegende Menschheitsanleitung zum Menschsein, möchte ich sagen, und die ist ja nicht zufällig im Schatten des Ersten Weltkriegs entstanden. Und es gibt überhaupt eine jüdische Philosophie der Mitmenschlichkeit, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist. Genau gleichzeitig mit dem deutschen Carl Schmitt, der in dieser Zeit diese Maxime von Freund und Feind entwickelt. Also die Trennung zwischen Freund und Feind ist das Prinzip des Politischen. Entwickeln diese jüdischen Denker eine neue Philosophie der Mitmenschlichkeit, die nicht vom Individuum ausgeht, das sich irgendwie durchboxt und im Wettbewerb Leistung bringt und überlegen ist, sondern ein Menschenbild, das immer schon von anderen abhängt und mit anderen verwoben ist. Also auch Karl Löwit, dass der Mensch in der Rolle des Mitmenschen. Also diese ganze Thematik, die ist völlig verloren gegangen. Also das war mal in den 50er Jahren ein ganz berühmtes Buch, aber es ist auch ein kleines Bändchen nur, aber es müsste unbedingt wieder gelesen werden. Es muss wieder zurück. Wir brauchen genau diese Anregungen so dringend wie keine anderen im Moment. Und da geht es eben wirklich darum, Grenzen, wie sie uns alle einengen und bestimmen, von vornherein zu unterlaufen, indem wir eben andere Formen der Mitmenschlichkeit und des Mitgefühls entwickeln. Dass wir das eben von klein auf lernen, sind wir wieder bei dem Golansch, dass wir in diesen Kategorien zu denken und empfinden lernen. Das kann man lernen. Empathie ist etwas, das sagen uns die Neurowissenschaftler, was jeder Mensch mitbringt und was er auch kultivieren kann. Und wir brauchen allerdings Rahmenbedingungen, in denen sich diese Empathie dann auch entwickeln kann und gestärkt wird. Und an solchen Gesellschaften müssen wir alle arbeiten. Fragen? Da sind noch zwei Fragen. Ob Sie vielleicht Vorschläge haben, dass Erinnerungen und Gedenken halt alltäglicher wird oder halt mehr dran gedacht wird. Also das, also jetzt am Anfang hatten Sie gesagt, dass in Israel diese Sirene einmal im Jahr ist. Also ob das auch sowas Ähnliches in Deutschland vielleicht eingeführt wird oder so. Also dass irgendwelche ja,
Symbolen oder also irgendwelche Rituale oder sowas, damit man mehr dran denkt? Oder würden Sie sagen, dass man genug daran denkt? Ich kann dazu, weil das die Idee mit der Sirene, ich bin mir nicht sicher, interessanterweise, da kam vor ein paar Monaten eine Anfrage an mich von der Jüdischen Allgemeine und die haben gesagt, kannst du bitte einen Text schreiben, ob wir dann in Deutschland diese Sirene auch einführen sollen. Und deswegen habe ich mich mit der Idee da auseinandergesetzt und zum Schluss gekommen, eigentlich ist es keine gute Idee. Was wir hier brauchen, ist nicht, das ist jetzt meine private Meinung, ist nicht mehr Gedenken. Also wir haben die, also hier zum Beispiel hier den 9. November, 27. Januar und andere auch weitere Termine, die Leute hier versammeln und gedenken, sondern was wir, aber was, wenn man hier kommt am 9. November, dann stellt man fest, es gibt immer weniger Leute, nicht nur wegen der Pandemie und vor allem wird mehr graue Haare unter des Publikums. Und die Frage ist nicht, wie wir mehr gedenken, sondern wie machen wir das Gedenken, auch wenn gedenken, aber auch relevant und dass wir dann die Leute wirklich dann erreichen, also euch erreichen und viele anderen. Wenn jemand sagt, ja, das macht für mich Sinn, damit kann ich mich verbinden. Es geht nicht nur darum, irgendwie zu sitzen und irgendwelche Sonntagsreden zu hören. Das ist die Herausforderung. Also wir haben kein Rezept, da muss man so viel und so viele Minuten oder Stunden absitzen und darüber nachdenken, bis man so zu der Erkenntnis gekommen. Ich finde es beispielsweise, das kennst du bestimmt, die Stolpersteine, eine ganz interessante Form des Gedenkens. Da braucht man eigentlich keine Zeit. Man läuft auf der Straße, man sieht diese kleine Messingsplatte und vielleicht eine Millisekunde denkt man darüber nach, wer hier in diesem Haus gewohnt hat und warum diese Person, dieses Mädchen oder Kind wurde deportiert und dann umgebracht. Was ist, man weiß nicht viel, kann man auch vielleicht noch im Internet recherchieren. Also das sind die Momente, die wir in der Gesellschaft brauchen, wo es nicht so ganz hoch, nicht nur hier in der Pauluskirche, sondern ganz alltäglich mit unserem Leben verbunden ist. Ich hatte ja schon den Steven Spielberg erwähnt mit seinen Testimonies, dem Archiv. Der hat inzwischen etwas Neues entwickelt und hat sich, das nennt man Dimensions in Testimony. Die sind nicht mehr die VHS-Kassetten, sondern es ist jetzt die Möglichkeit, einen Holocaust-Überlebenden als Zeugen so medial aufzubereiten, dass er interaktiv funktioniert mit einer Schulklasse zum Beispiel oder einem Raum wie diesem, könnte hier sitzen, das wäre ein Screen, auf den wird diese Person projiziert und die ist so programmiert, dass sie Fragen aus dem Publikum beantworten kann und als Zeuge in der Klasse sprechen kann, interaktiv. Und ich habe das selbst ausprobieren dürfen im Technischen Museum in Berlin mit Anita Lasker-Wallfisch, die ich auch sehr oft schon mal in Person gehört habe. Und viele Menschen sagen, das geht nicht, das kann nicht funktionieren. Aber ich muss sagen, ich war unglaublich beeindruckt, wie engagiert, wie lebhaft und in ihrer Persönlichkeit sehr gut erhalten durch diese klare Stimme, die sie hat, diese Fragen beantwortet wurden und dass das für Schüler durchaus ein sehr eindrucksvoller Impuls sein kann. Natürlich ist es ein Ersatz, aber es ist auch wiederum eine technische Leistung, die eben die Interaktion, das Gespräch mit der Person ermöglicht und die hat eben über 1000 Antworten in sich, diese Person, und man kann diese Antworten ansteuern und es kommt tatsächlich so etwas wie ein Gespräch zustande. Das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt überhaupt viele andere digitale Möglichkeiten, Sophie Scholl zum Beispiel. Da gibt es auch so eine App, wo man jeden Tag miterleben kann, was sie in einem bestimmten Jahr erlebt hat. Also da ist ziemlich viel im Moment schon unterwegs, um sich zu überlegen, wie man andere Formate schaffen kann, in dem das Gedenken eben nicht nur eben rituell ist, sondern mit Inhalten, mit Wissen aufgefüllt wird. Man möchte ja Kontakte eigentlich haben. Man möchte etwas erfahren und miterleben können. Und das ist vielleicht in dieser Richtung möglich. Ja, also ich hätte eigentlich nur noch mal so eine Anmerkung.
Also ich finde das ganz interessant, diese Idee, dass man sowohl, also dass man einmal Schuld hat in Bezug auf den Holocaust und dann hat man ja die Verantwortung. Und ich fand das ganz interessant, weil es sind auf jeden Fall unterschiedliche Sachen, weil Schuld ist etwas, was man, man kann sagen, ich übernehme die Schuld oder ich nehme die Schuld auf mich, aber das ist dann auch wieder so etwas, wie Sie vorhin gesagt haben, eine Gleichung, die dann eigentlich irgendwie geschlossen wird. Und dann gut, irgendwie, keine Ahnung, mein Name wäre befleckt, wenn ich die Schuld für etwas auf mich nehme, aber ich muss mich nicht weiter damit beschäftigen. Und Verantwortung zum anderen ist halt eigentlich etwas, was ein Auftrag ist, eher würde ich sagen. Und ein Auftrag, der auch nie wirklich endet, sondern es ist ein menschlicher Auftrag, den wir auch vor allem hier eben in einem Land, in dem so etwas Schreckliches passiert ist, nicht als eine Art eben Schuld sehen müssen, sondern als etwas, was wir machen können. Wir können uns damit beschäftigen, wir können diesen Auftrag annehmen und wir können nichts bewältigen oder überwältigen oder irgendwie sonst etwas, aber wir können durch dieses Beschäftigen mit dem Leid eigentlich die Welt auch zu etwas Besserem machen. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man es nicht übersieht, weil es wird oft über Schuld geredet, wenn eigentlich Verantwortung der richtige Begriff wäre. Schuld können wir heutzutage nicht auf uns nehmen. Wir haben nichts Schlimmes getan, aber wir können diese Verantwortung aufnehmen und weitertragen und somit auch, würde ich sagen, etwas Gutes machen. Und eine Sache, die mir auch noch in den Kopf gekommen ist, ist, dass ja oft vor allem von Gegnern der gegenwärtigen Erinnerungskultur dann die Argumentation kommt, also zweideutige Interpretation, wie Sie vorhin auch nochmal gesagt haben, von Höcke zum Beispiel, Mahnmal der Schande. Dass eigentlich da auch wieder diese Schuld so zentral gesehen wird und gar nicht wirklich die Verarbeitung der Verantwortung. Und das Interessante ist, wenn man jetzt mal so küchenpsychologisch da rangeht, diese Schuld zu sehen in etwas, was man eigentlich als Verantwortung übernehmen sehen kann, impliziert ja auch, dass man die Schuld anscheinend bei sich sieht, weil sonst müsste man sich ja gar nicht erst verteidigen vor etwas. Dieser scheinbare Feind der irgendwie, keine Ahnung, destruktiven nationalen Schuld oder so etwas, ist ja gar nicht gefragt hier und ist auch gar nicht irgendwie etwas, was man hier sehen muss. Ja, war jetzt ein bisschen random, aber. Aber sehr, sehr gut. Also wir haben ja jetzt gehört, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, eigentlich an den Holocaust zu erinnern. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es immer so einen Weg drumherum gibt. Also dass, wenn man sich nicht damit beschäftigen will, man nicht damit konfrontiert wird unbedingt. Und wie könnte man es hinbekommen, dass jeder Mensch, der hier lebt, von klein auf damit konfrontiert wird und sich irgendwie damit beschäftigen muss? Das ist jetzt wirklich eine tolle Frage wieder zu dem Thema Pflichtübung oder Verpflichtung. Und ich muss sagen, ich reagiere da ganz anders auf diese Frage der Erinnerungspflicht. Ich spreche hier nicht von einer Erinnerungspflicht, sondern von einer Erinnerungsmöglichkeit. Wir haben den Rahmen da, wir haben die Anlässe da, wir haben mediale Angebote da, wir haben Schulen und so weiter. Aber dass am 27. Januar nicht jemand an die Tür klopft und fragt, hast du dich schon erinnert heute oder so, das scheint mir auch ganz wichtig. Also es da dürfen ruhig Teile der Gesellschaft geben, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen. Das ist völlig okay. Eine Gesellschaft ist divers. Nicht alle tun immer alles. Das war ja eher so das Konzept, alle machen dasselbe in einer Volksgemeinschaft. Also, dass das divers ist, ist klar. Und dass man auch nicht alle zur selben Zeit immer dasselbe tun. Ich glaube eher, es ist wichtig, Impulse zu streuen und auch Impulse weiterzugeben. Und das geht eigentlich nur durch Interesse, Engagement und nicht eben durch Pflicht. Das würde die Sache, glaube ich, eher stören. Und ich glaube, dass wir hier in diesem Land genügend auch Medien und so weiter haben, die
doch die Sache in die Erreichbarkeit von jedem bringen und dann müssen sich die Individuen in diesem Land selber entscheiden, was sie damit machen. Aber was ich zum Beispiel sehr interessant fand, war, dass eine türkische Journalistin mir gesagt hat, dass sie in ihrer Familie zum Beispiel Probleme hat mit ihrem Vater, weil er den Genozid an den Armeniern leugnet. Ja? Und sie sagt, ich kann das gar nicht verstehen. Ich lebe hier in einem Land, hier in einem viel schlimmeren Genozid verbrochen und da wird darüber gesprochen. Warum kann man das nicht machen? Ja? Sodass also innerhalb der Familien da auch schon interessante Verschiebungen sich ergeben, einfach durch die Umwelt, in der man hier lebt. Also ich wollte nur kurz als Antwortmöglichkeit zu der Frage nochmal auch an Sie eine Frage stellen, und zwar, warum integriert man das nicht einfach in den Schulalltag mehr? Also zum Beispiel der Gedenktag des 27. Januar, der wird zum Beispiel in der Schule so am 27. Januar gar nicht thematisiert. Und warum macht man da nicht zum Beispiel eine Schweigeminute, sodass Kinder halt wirklich schon von einem jungen Alter aus darauf aufmerksam gemacht werden? Und im Endeffekt ist es dann ja nach der Schule auch ihre eigene Entscheidung, sich damit zu beschäftigen, aber so diesen Impuls schon gleich von Anfang an zu geben. Sehen Sie das auch in der nahen Zukunft, dass man vielleicht dahingehend irgendwas so bewirken könnte? Weil das ist ja diese Hauptquelle, die Schule eigentlich, so seit klein auf. Auch das finde ich eine sehr spannende Frage. Bisher hören wir von Schülergenerationen immer nur den einen Satz, wir haben das viel zu häufig in der Schule gehabt. Ja, aber vielleicht ist es gerade der Moment, wo das wieder nicht mehr gilt und wo wieder etwas mehr getan werden muss. Also man muss das genau beobachten und man kann das eigentlich nur auch interaktiv mit den Schülern entwickeln, würde ich mal sagen. Und ob die Schweigeminute da der richtige Modus ist. Ich erinnere mich noch, dass der James Young hier nach Berlin kam und uns Filme zeigte, als es darum ging, was für ein Mahnmal wäre hier möglich. Natürlich gibt es das da. In den Niederlanden gibt es auch die 2 Minuten Schweigen am 4. Mai. Das sind dann aber sind in dem Fall die eigenen Opfer. Aber ja, welche Form, wir sind in einer Demokratie, das kann sich entwickeln. Das Entscheidende ist, dass es Ideen gibt und man die diskutieren kann oder auch sie hier oder da praktiziert. Es muss ja nicht zentralistisch organisiert werden. Nicht aufnehmen. Also ich denke halt auch gerade, dass diese freiwillige Basis sehr auch oft lang dauert und eigentlich auch sehr schwer ist umzusetzen, wenn man quasi sagt, dass es wirklich auf diesem freien Willen, sich damit zu beschäftigen, auch basiert. Aber ich denke, es geht auch gar nicht mal darum, jetzt mehr Angebot, Pflichtmaßnahmen oder sonst etwas zu ergreifen, sondern vielleicht einfach mehr Angebote zu schaffen, weil es gibt ja einen Unterschied. Eine Maßnahme ist etwas, was man machen muss und ein Angebot und vor allem hier in diesem Sinne ist etwas, was man moralisch sollte. Aber da gibt es einen Unterschied und ich denke auch mit diesem Beschäftigen, man muss sich nicht mit etwas beschäftigen, was so groß, moralisch, aber das ist dann passt eher der Begriff, dass ich das sollte und auch für mich tun sollte. Und das dient ja dann nicht unbedingt so eine irgendwie, keine Ahnung, wir müssen jetzt allen deutschen Schülern, die müssen das jetzt irgendwie behandelt haben, die müssen das verstanden haben, sondern man muss es für sich getan haben. Und erst dann, denke ich, kann es auch etwas wirklich Echtes sein. Und ich kann in gewisser Weise verstehen, wenn man irgendwie manchmal sagt, so ja, zu viel, sonst was. Aber das Wichtige ist ja gerade, dass wir es verstanden haben. Und das können wir, denke ich, auch nur, wenn wir dann uns selbst damit beschäftigt haben. Also wir haben an unserer Schule, fällt mir nur dabei ein, das war auch ein Angebot. Ich glaube, das war am Jahrestag der Pogromnacht. Sind wir mit Kerzen rumgelaufen im Viertel und haben die auf Stolpersteine gestellt. Und das mag auch sehr minimal wirken und vielleicht auch, ja, keine Ahnung, lächerlich im Vergleich zum ganzen Ausmaß. Aber ich fand, das war auch wirklich etwas, wo man dann zeigen konnte, freiwillig, ich interessiere mich dafür und auch wirklich etwas mitgenommen hat, weil man sich freiwillig damit auseinandergesetzt hat. Und das fand ich sehr, sehr bewegend.
Das ist wirklich bewegend und das Schöne hier in diesem Land ist, dass es nicht zentralisiert ist, das Gedenken, sondern dass jede Stadt ihre eigenen Praktiken hat und die eine Stadt nie weiß, was in der anderen passiert. Also die Stadt Oldenburg zum Beispiel ist sehr interessant, weil dort die jüdische Gemeinde verbietet die Stolpersteine. Und die haben inzwischen ein sehr interessantes, eine Alternative dafür geschaffen. Nicht nur das, da ist es so, dass jedes Jahr eine Schule, das geht immer reihum, dafür verantwortlich ist, eine Gedenkveranstaltung zu machen, die nur auf die Geschichte dieser Stadt gemünzt ist, nämlich der Tag, an dem die Juden aus dieser Stadt deportiert wurden. Und jedes Jahr wird von einer anderen Schule organisiert, dass die Schüler diesen Deportationszug nachlaufen. Ja, und es wird mit Veranstaltungen eingerahmt. Und da sind dann alle Schüler dabei und eine Schule ist immer dafür verantwortlich, wie sie das gestalten. Das ist so ein Beispiel für Oldenburg. Und wenn man in andere Städte geht, findet man andere Praktiken. Aber das Gute ist da, dass da die Schulen wirklich der Impuls sind für diese Form. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, auch mal auf die Webseite von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gucken, weil wenn man dort mal guckt, was an einem Tag alles passiert, was mit dem jüdischen Leben hier zu tun hat, das sind auch aktuelle Sachen, es gibt aber auch historische Sachen, es gibt Erinnerungssachen, es gibt sehr viel dort und vielleicht, das ist einfach eine tolle Idee. Ich glaube, Frau Löhrmann, Sie haben gesagt, 1850 Veranstaltungen sind jetzt gekommen, was unglaublich war, was Sie nie gedacht haben, ne? Dass in diesem Rahmen so viel passiert. Und das ist vielleicht ein guter Anregsen. Ja, da ist die Hand. Also, Sie haben vorhin von einer Loyalität zum Land Israel gesprochen, oder habe ich da was falsch? Ja, genau. Ja, also denken Sie nicht, dass das eventuell ein bisschen problematisch ist manchmal, also wenn es eben darin mündet, dass die palästinensische Seite ein bisschen, vernachlässigt wird, weil, also ich persönlich habe eben, wirklich verifiziert ist es nicht, aber ich habe eben mitbekommen, dass die deutschen Medien zum Beispiel bei der Bombardierung des Al Jazeera und AP-Buildings vornehmlich die Erklärung Israels dazu mitgeteilt haben, aber dass eben die Hamas da vorfindbar ist, aber dass eben jetzt die Anfrage der AP an Israel, welche eben unbeantwortet blieb, nach einem Beweis dafür nicht beachtet worden ist von diesem Staat. Mhm. Das wurde halt eben eher das fehlte oft in Berichten und Berichten. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich die Sorgen unserer israelischen Freunde teile, weil die uns sehr intensiv auch mit Informationen ausstatten. Und ich teile aber auch die Initiativen, die im Lande selber machen. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz für mich entscheidende, interessante Gruppe, die allerdings im Moment null politisches Gewicht hat, aber so als eine kulturelle oder künstlerische Aktion schon in der Gesellschaft sehr bekannt geworden ist. Die heißt Erinnerung, Zochrot ist der Ausdruck für sie. Und sie versuchen, die Erinnerung der palästinensischen Community in die israelische Gesellschaft hineinzubringen, indem sie an die Orte gehen, die im Moment verdeckt sind von der palästinensischen Geschichte. Und sie bringen die beiden Teile der Bevölkerung zusammen und erzählen diese Geschichte und nehmen sie auf und setzen auch mal ein anderes Namensschild daneben und erzählen, was gerade unter dieser sozusagen Decke sich befindet. Also dieser Impuls, die Geschichte von beiden Seiten zu kennenzulernen, sich gegenseitig diese Geschichten zu erzählen und sich darauf gegenseitig zu öffnen. Diesen Impuls zum Beispiel unterstütze ich sehr und ich hoffe sehr, dass aus solchen vertrauensbildenden Maßnahmen und eben Empathie für die andere Seite dann auch irgendwann Friedensbewegungen entstehen, die auch das Zusammenleben sicherer machen. Ja,
Danke. Erstmal danke an Aleida und Jan Assmann und an Meron Mendel. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ich möchte Herrn Bergerhoff danken dafür, dass wir hier die Paulskirche dafür nutzen konnten, hier zu sein und zu hören und zu diskutieren. Frau Löhrmann möchte ich gerne danken, dass wir im Rahmen von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland diese Veranstaltung machen konnten. Und Herrn Skipes möchte ich dafür danken, dass es den Friedenspreis gibt und dass wir hier sind und dass er sich so wahnsinnig für den Meinungsfreiheit und Friedenspreis und alles Mögliche einsetzt, dass der Börsenverein einfach auch solche Veranstaltungen gerne macht und auch mit Jugendlichen in Kontakt tritt. Und ich hoffe und ich denke, wir machen das auch weiter. Und euch möchte ich danken für die vielen Fragen. Ich habe ehrlich nicht gesagt, nicht so viel erwartet. Ich bin total beeindruckt. Ja. Und ja. Und wir werden euren Lehrern quasi auch informieren, wenn quasi diese Radiosendung läuft über diese Veranstaltung, die wir hier gemacht haben und auch wenn der Film fertig ist. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr gut und schön nach Hause kommt und bleibt gesund. Ja. Tschüss.